Hallo, schön, dass du wieder da bist auf meinem Kanal und vorbeiguckst zu diesem Video zum Thema Aszendenten. Ja, in der Astrologie gibt es sogenannte Big Three. Zu den Big Three gehört dein Sonnenzeichen, das ist dir bekannt, sehr wahrscheinlich als dein Sternzeichen. Und dann schaut man sich noch den Mond und den Aszendenten an. Diese drei heißen halt Big Three, weil sie sehr viel über dich und deine Person aussagen können. Und wenn du dich jetzt fragst, wo finde ich denn heraus, was mein Mond und was mein Aszendent ist, dazu brauchst du eine Horoskopzeichnung. Die kannst du dir kostenlos im Internet erstellen lassen. Du kannst einfach dem Link unten in der Infobox folgen, deine Daten eingeben und dir dein Horoskop kostenlos zeichnen lassen. Dann weißt du auch, wo dein Aszendent steht. Ja, ganz wichtig für diese Berechnung zum Aszendenten ist neben deinem Geburtstag und deinem Geburtsort vor allem die Geburtszeit, weil dein Aszendent sich alle 1,5 bis 2 Stunden verändert. Ist es sehr, sehr wichtig, dass du die genaue Uhrzeit für die Berechnung hast. Ja, in der Astrologie spricht man vom Aszendenten ganz oft auch von deinem Rising Sign. Das ist dein aufsteigendes Tierzeichen. Wir reden davon, von der Interpretation, wie du sozusagen in die Welt reinkommst. Also was der erste Eindruck ist, den du auf andere Leute machst. Also wenn du einen Raum betrittst, wie du vielleicht neue Situationen beginnst. Ganz oft auch, wie du optisch aussiehst, also man spricht auch dem Aszendenten, weil er dein erstes Haus mitbestimmt, wie du, also man kann ihm sogar Aussehen zuordnen. Ja, das ist alles eine Seite des Aszendenten. Die andere Seite wäre auch einer Ansicht der esoterischen Astrologie, dass der Aszendent vor allem einen Teil deiner Seele widerspiegelt. Also mit welcher Seele du in dieses Leben kommst, beziehungsweise was dein Versprechen ist, in welches Tierzeichen du hinaufwachsen möchtest in diesem Leben. Und deine Seele stalkt dich aber. Also dem Aszendenten würde man sozusagen zuschreiben, dass er versucht, dich in diesem Leben aufzuwecken. Und zwar immer mit bestimmten Herausforderungen oder mit bestimmten Themen. Das heißt, wenn ich dir jetzt was über deinen Aszendenten verrate, verrate ich dir also, wie deine Seele versucht, dich aufzuwecken. Das heißt, wir sprechen eigentlich von einem Teil deiner Persönlichkeit, der dir ein bisschen verborgen ist oder unbewusst oder noch nicht bewusst ist. Deswegen rate ich dir eben, wenn du dir die Big Three immer anschaust, deine Sonne, Mond und Aszendenten, dich insbesondere auch mit dem Aszendenten auseinanderzusetzen, weil wir, warum auch immer, ein bisschen diesen Teil unserer Persönlichkeit widerstreben. Also wir haben ganz oft Probleme, den als Teil unseres anzunehmen, weil er ganz oft für Imperfektion steht. Also irgendwie einen Teil repräsentiert, den wir nicht ganz annehmen wollen. Aber deswegen jetzt zu deinem Tierzeichen und was das alles für dich bedeutet in deinem Aszendent. Der Aszendent Löwe. Also hast du diesen Aszendenten, dann hast du einen super tollen Aszendenten. Nein, weil der grundsätzliche erste Eindruck, den Leute von dir haben, wenn du den Raum betrittst, ist, dass du eine unglaublich charismatische Ausstrahlung hast. Also wenn du den Raum betrittst, dann gucken Leute. Und das Schöne, finde ich, an diesem Aszendenten ist, dass die Leute sich selbst eben gar nicht unbedingt so bewusst sind. Also es umgibt dich eine unglaublich selbstbewusste Ausstrahlung, ein gewisses Charisma. Was natürlich sein kann, immer beim Zeichen Löwen, ist, dass diese ganze Aufmerksamkeit, die der Löwe anzieht, dass er manchmal schüchtern in Wirklichkeit aber ist. Beim Aszendenten habe ich das Gefühl, das stimmt nicht ganz. Also eigentlich sind diese Aszendenten sehr selbstbewusst, also treten grundsätzlich sehr selbstbewusst in den Raum rein. Und eben auch mit einer gewissen Lebensenergie, Lebensfreude. Das heißt, wenn du diesen Aszendenten hast, dann sagt man dir zum Beispiel nach von den körperlichen Attributen, dass du sehr viel Haare hast, dass du vielleicht sehr auffällige Haare hast oder sehr dickes Haar. Und dass du grundsätzlich ein sehr charismatisches Lächeln hast. Dein Herrscherplanet ist die Sonne und das ist auch genau das, worum es ja beim Löwen geht, um sich selbst, um die Selbstdarstellung, Selbstverwirklichung. Ja, hast du diesen Aszendenten, dann kommt das auch mit einem gewissen Versprechen. Und zwar hast du sozusagen versprochen, in diesem Leben dich selbst zu verwirklichen und dich auch selbst darzustellen. Aber was ja eben mit diesem Aspekt der Seele ist, ist, dass du diesen Teil nicht so gerne annimmst. Also, dass du dich vielleicht immer wieder fragst, warum bin ich so, warum habe ich so auffällige Haare oder warum habe ich so eine auffällige Persönlichkeit. Also, da geht es dann in diese Richtung, dass man sich ein bisschen dafür schämt, für diese Aufmerksamkeitsbedürfnis, was man vielleicht auch hat.
Und da kommen wir auch genau auch schon zu dem, wie die Seele versucht, dich in diesem Leben darauf aufmerksam zu machen oder auf sich aufmerksam zu machen. Ja, dieser Aszendent kommt mit sehr viel Lebensenergie und mit dieser Lebensenergie und Lebensfreude, die du ausstrahlst, kommt auch sehr viel Neid. Also das heißt, mit dieser gewissen Aufmerksamkeit, die du bekommst, entstehen Neider und damit gerätst du in Konflikt mit dir selbst. Also es wird etwas schwierig, wenn die Seele, die eigentlich ja sehr zurückhaltend ist, Aufmerksamkeit möchte. Und was die Seele dann versucht, um sich davon zu lösen, ist eben, dass sie die Aufmerksamkeit nicht mehr von außen sich davon abhängig machen möchte. Das heißt, hast du diesen Aszendenten, hast du vielleicht irgendwann mal im Leben eben, wurdest du sehr stark verletzt, wurdest irgendwo nicht anerkannt oder jemand hat dich zurückgewiesen. Und aus dieser Verletzung heraus hast du dich zurückgezogen und hast dich vielleicht sogar verschlossen. Also der Löwe hat ein unglaublich offenes Herz, aber wenn er einmal verletzt wurde oder sehr, sehr schlimm verletzt wurde, wie zum Beispiel beim Aszendenten, dann verschließt du dich. Und das ist eigentlich nicht Teil des Plans. Also deine Seele möchte dich dazu pushen, dass du dich selbst verwirklichst, dass du dich selbst zeigst, dass du dein Talent, was du hast, auf jeden Fall, du bist Aszendent Löwe, ist auf jeden Fall talentiert und kommt mit einer gewissen Präsenz, die du auf jeden Fall auch dem Leben zeigen sollst und mit anderen teilen sollst, aber du sollst dich nicht mehr von der Bewertung von außen abhängig machen. Du sollst, die Aufmerksamkeit von außen sollte nicht dein Ziel sein, sondern dein Ziel sollte das Machen selbst sein, das die Show machen selbst, also gar nicht darum, was außen passiert, sondern dass du es eben auslebst. Das ist das, was beim Aszendenten Löwen total wichtig ist. Das heißt, hast du diesen Aszendenten und fühlst dich aber eigentlich gar nicht voller Leben oder sonstiges, sondern bist eher ausgebrannt und müde, dann geht es wirklich darum, dass du dich deiner kreativen Seite widmest, dass du guckst, wo sind denn deine Talente, wo hast du dich zugemacht, wo im Leben hast du aufgrund von einem schlimmen Erlebnis oder einer Zurückweisung dich verschlossen und aufgehört, Freude am Leben zu haben. Also teile deine Persönlichkeit mit uns, weil wir wollen alle etwas von dir sehen. So, das war auch schon erstmal der Einblick in deinen Aszendenten von mir. Ja, ich hoffe, du hast jetzt auch daraus mitgenommen, dass es grundsätzlich einfach darum geht, welche Herausforderungen vielleicht dir immer wieder im Leben begegnen werden. Und dass es grundsätzlich darum geht, dass du dich diesen Herausforderungen stellst und wenn ja, dass du an diesen Herausforderungen wächst und dass du eben diesen Teil deiner Persönlichkeit auch mit einbeziehst und mehr Gehör schenkst und eben, ja, sozusagen in dieses Tierzeichen hineinwächst, dass das auch eine Ambition und ein Fokus in deinem Leben sein wird. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, werd doch gerne Teil unserer Astro-Community. Abonniere gerne meinen Kanal. Markiere dieses kleine Glöckchen daneben auch, damit du kein weiteres Video verpasst. Und ja, kommentier doch auch gerne, welchen Aszendenten du hast. Und lass mir einen Daumen da hoch. Und das war es eigentlich auch schon von mir. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.